So, es geht weiter mit Let's Play Day of the Tentacle. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir waren ja noch gar nicht oben. Unterdessen, 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Ja. Holt sie da runter. Max. Von Simon Max. Auch ein sehr gutes Point-and-Click-Adventure. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Nein, wie kommst du denn da drauf? Ich wette dies für den Diener wie im Fernsehen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Oh, Entschuldigung, Mr. Washington. Da ist Seife, die können wir natürlich nehmen. Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Oh, voll aggressiv. Die Gute. Die ist schnell fertig gewesen. Es braucht ein bisschen länger, gut. Hier bin ich, immer mit der Der Ruhe. Ruhe. Entschuldigung, Entschuldigung, Mr. Mr. Washington. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Ja, das stimmt wohl. Nimm Seife. Zack. Juhu, wir haben Seife. Altmodische Lauge in einer gebräuchlichen Form. Boah. Wir können die Seife mit dem Wasser benutzen, haben wir Das Wasser ist jetzt seifig. Seifenlauge. Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler darauf haben? Natürlich. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Die ist nicht gerade begeistert. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Genau, das ist nämlich nie immer. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Boah, gehen wir mal hier raus. Da können wir noch nichts machen. Wein. Schublade, da ist nichts drin. Spiegel, Drachenpläne. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Können wir Wein nehmen? Château de Chapeau, 1775. Verstehe nicht. Ach, guck mal, das sind ja die beiden. Das ist die Die Statue Frage von der. ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich kann mich Ja, nicht erinnern. passt. Ich bin viel unterwegs. Ah, die Straße. Warte mal. Was ist das für ein Lärm? Hey, das ist die Straße. Sie ruft nach dir.
Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Ja, ja, hau schneller nach. Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Das ist nicht Medium. Das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Zu spät. Idiot. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Ja, Jet und Ned. Der gute Ned. Das muss Ned sein. Oder Jets. Können ihn ja mal vertauschen. Wer's? Upsala. Kannst du nicht mit schlafen? Oh nein. Ich hab's verlernt. Oh. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Oh, du Tollpatsch. Ich bin ein Versager. Nennt man das auf der Straße? Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Wohl wahr. Kling. Ich kann sie nicht mehr festhalten. Ja, wunderbar, nicht? Natürlich. Ja, das haben wir auch erledigt. Ein Pferd. Aber ich mache hier kurz eine Pause und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.